Wir streiken ja nicht nur in Berlin, sondern in ganz vielen Städten in Deutschland, auch heute in über 30 Städten in Deutschland, gehen Kinder und Jugendliche auf die Straße, um für das Klima zu demonstrieren, um den Politikern zu sagen, ihr müsst endlich mal das Mindeste tun, nämlich die Naturgesetze beachten und nicht unendlich viel CO2 ausstoßen. Und wie gesagt, auch heute in über 30 Orten in Deutschland alleine. Und bei uns ist auch Jakob Blase, der aus Kiel kommt und dort seit Anfang an die Klimastreiks organisiert. Großen Applaus! Ja, moin moin! Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin auch extra aus Kiel angereist, um mit Greta hier zu streiken. Und ich glaube, es wird richtig mega. Und es ist einfach mega, mega wichtig, dass wir kontinuierlich weitermachen. Es kann nicht sein, dass es so lange dauert, um zu verstehen, dass wir eine Zukunft wollen, um zu verstehen, dass wir alles tun müssen, um die Klimakrise zu stoppen. Und deswegen sind wir hier, deswegen sind wir jede Woche hier und streiken für unsere Zukunft. Und deswegen ist es wichtig, am Ball zu bleiben, damit es endlich auch mal da im Wirtschaftsministerium oder da im Verkehrsministerium ankommt, dass es eben nicht reicht, irgendwann mal aus der Kohle auszusteigen, 2038 irgendwann mal ein bisschen was für Klimaschutz zu tun, sondern dass wir tun müssen, was auch immer nötig ist, damit wir eine Zukunft haben, damit wir die Klimakrise stoppen können und das Pariser Klimaabkommen einhalten können. Es kann nicht sein, dass Peter Altmaier im Wirtschaftsministerium sitzt, den ganzen Tag nur redet und redet und mit seinen Menschen irgendwie überlegt, was können wir mehr tun, damit wir mehr Wirtschaftswachstum haben, damit die nächsten fünf Jahre der Laden läuft und in 20 Jahren alles kaputt ist. Das will ich mir nicht länger bieten lassen. Was haltet ihr davon? Ich will mir auch nicht länger bieten lassen, dass Andreas Scheuer eine Kommission einsetzt, die ihm Vorschläge macht, wie wir die Klimakrise stoppen können. Und dann Andreas Scheuer diese Kommission ignoriert, totschweigt, was da passiert und weitermacht, was seine CSU will. Das will ich nicht mehr. So eine Politik können wir nicht weiter haben und so eine Politik wollen wir uns als junge Generation nicht mehr bieten lassen. Das ist auch zum Teil jung gegen alt, denn die Kohlekommission hat ein Durchschnittsalter von 56. Wenn ich 56 bin, hat diese Generation meine Zukunft schon verspielt. Davon halte ich wenig. Und wenn Leute mir sagen, dass ich nicht streiken soll, dass ich zur Schule gehen soll, dann muss ich lachen. Dann muss ich lachen, weil diese gleichen Leute gerade unsere Zukunft verspielen. Die meisten stimmen gegen unsere Streiks, die meisten stimmen gegen unseres nicht mehr zuhören, nicht mehr mitmachen. Die meisten Stimmen kommen aus der CDU oder der SPD oder sonst irgend oder der AfD. Das sind alles Parteien, die jetzt gerade unsere Zukunft verspielen. Und das macht mich wütend. Es macht mich wütend, dass die gleichen Leute, die eigentlich das Problem sind, jetzt gerade nur über Schwänzen reden und nicht über die Klimakrise. Deswegen ist es so wichtig, dass wir jede Woche hier am Ball sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jede Woche zeigen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Ich hör's noch nicht. Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Mega. Und es ist auch wichtig, dass wir das jede Woche zeigen und jede Woche ankündigen. Wir machen die Europawahlen zu Klimawahlen. Keine Partei soll mehr die Möglichkeit haben, von uns und unseren Sympathisanten Stimmen zu bekommen, die es nicht schafft, ein Programm aufzustellen, was ausreicht für unsere Zukunft, was ausreicht für das Pariser Klimaabkommen. Deswegen machen wir die Europawahlen zu Klimawahlen. Mega, dass ihr hier seid und es geht gleich weiter.